Hallo, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Wizard 101. Wir befinden uns in der Tierra de Brea und müssen jetzt mit Huaxtec Großschild sprechen, weil wir von dem ja ein Schild brauchen. Einen Schild. So, machen wir uns mal auf den Weg zum guten Herrn. Ach, das ist er. Ja? Was willst du? Hört sich an, als wäre er besoffen. Du willst meinen Schild für eine Kriegserklärung haben? Nun, das ist ein ziemlich großer Gefallen. Besitzt du den Mumm, dich den tausend Zähnen Sipaklis zu stellen? Du findest sie überall im Jagdrevier, der Quetzhals verstreut. Wenn du mir eine Handvoll seiner Zähne bringst, weiß ich, dass du tapfer bist. Wow, das ist jetzt natürlich extrem schwer. Ich muss Zähne sammeln, die da rumliegen. Also eine Aufsammelquest. Ach, guck mal, jetzt hat ja die Kathleen Wilder eine Quest für mich. Hey, Zauberer! Schön, dich wiederzusehen. Ich bin Eljolottl dicht auf den Fersen, wenn man so will. Die Dornenhörner nennen ihn die Gemme von Brea. Tlali Langhöhle hat mir verraten, dass seine Schwester Chalchu eine Karte besitzt. Aber sie will nicht mit mir sprechen. Kannst du uns von ihr die Karte besorgen, damit wir Eljolottl finden können? Okay, so. Weitere Quests angenommen. Und hier müssen jetzt Zähne rumliegen. Hier liegt doch schon was. Eins. Da. Oh, fuck. Fuck. Beenden. Guck mal, wie der da auf den Tisch klopft. So. Ja, sehr schlau. Jetzt habe ich das hier zum Abstürzen gebracht. Sehr, sehr intelligent, Kaius. Fuck. Okay. Dummkopf, Kaius. Leck mich doch am Arsch. So, kleiner Cut. Ich habe Scheiße gebaut. Ich habe, während Traps läuft, darf man das Spiel nicht komplett beenden, sonst stürzt das komplett ab. Das habe ich wieder mal aus Versehen gemacht. Sehr schlau. Passiert alle Jubeljahre mal. Erz, Erz. Und jetzt müssen wir mit dem Huaxtec Großschild sprechen. Gut. Das war jetzt noch die leichteste Übung, ne? Ein paar Dinger aufsammeln, wa? Was ist das denn hier alles? Giftquetzalhöhle. Da muss ich ja ohnehin noch hin, oder? Leute besiegen. Aha. Oh, ja. Das beweist deinen Mut. Hier hast du meinen großen Muschelschild für deine Kriegserklärung. Die Herrin Sensen Siebenstern leitet dich. Plumaya sind hier unten ein seltener Anblick. Doch ihre Verbindung zu Mutter Mond ist stark. Bringe den großen Muschelschild zu Herrin Sensen. Wer es auch sein mag, dem ihr die Kriegserklärung übergebt, er wird vor Aufregung erzittern. Ja, ja, sicher. Du hast den großen Muschelschild bekommen. Erst als nächstes brauchen wir für unsere Kriegserklärung einen kunstvoll geschnitzten Atlatl. Bitte Otomie Ferndorn uns so eine Speerschleuder zu schnitzen. Du brauchst ein Atlatl. Das hört sich an wie so ausgedacht. Du brauchst einen geheimnisvollen Atlatl. So wie wenn sich Kinder eine Geschichte ausdenken. Wir brauchen noch einen geheimnisvollen Gegenstand. Ein Atlatl. Vorsicht! Wer mich erschreckt, hat schnell einen Speer im Fuß. Hui. So,
du bist auf der Suche nach einer verzierten Speerschleuder. Nun, ich kann dir eine anfertigen. Doch ich brauche dafür besonderes Holz und mein Werkzeug. Schau dich in der Tierra de Brea nach einem massiven Stück versteinerten Holzes um. Und ich benötige unbedingt mein Werkzeug, das mir die Goldkragen abgeluchst haben. Kannst du es ihnen wieder abnehmen? So, jetzt müssen wir erstmal versteinertes Holz sammeln. Ach, guck mal, was wir hier haben. Ach, hatte ich schon. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Versteinertes Holz, wo finde ich das denn? Das wird mal ausnahmsweise nicht angezeigt. Aber ich glaube, das ist schon... Ist das schon das da? Ich kann es nicht erkennen. Ich gehe mal zurück. Wenn es das schon ist, ah, dann war es schon wieder zu läppsch. Mal sehen. Liebe Freunde. Versteinertes... Ach ne, das ist nur hier dieser Schmiedeofen. Also ich sehe hier kein versteinertes Holz, oder? Was ist das denn da? Das ist ja versteinertes Holz. Pff, wie leicht, oder? So ein kleines Stückchen. Ah, ich habe das Bosskartenspiel noch ausgerüstet. Dann rüsten wir wieder unser geliebtes Hauptkartenspiel aus. Shit, ich habe vergessen, die Pause weiter zu beenden. Und weiter geht's. Egal. So, gucken Sie. Gucken Sie jetzt. So, und ich wollte in den Straßenkämpfen nochmal ein paar Kommis vorlesen. Denn heute kam die Folge Nein zu Rassismus raus. Und da gab es noch ein paar sehr interessante Kommentare zu. Liebe Leute, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Auch wenn ich wieder gerne, aber das hat nicht... Ja. Zockerkraft hat geschrieben, Deutschland raus, voll doof, naja, wir sind Weltmeister, Alter, die Kommentare, heftig. Heftig. Darf ich euch bitte das Wort heftig zeigen? Vielen Dank, Zockerkraft, für deinen Kommentar, aber das Wort heftig, das musst du nochmal üben. Heftig. Heftig, cool geschrieben. Na gut, vielen Dank. Zockerkraft schreibt außerdem. Na, Frühaufsteher mal. Wieder gut gemacht. Thema war gut gewählt. Und jetzt muss zu Hans sagen, es war dick, aber naja, hat ja schon genug geschafft im Leben. Rechtschreibung, sorry. Naja, ich weiß nicht, was Hans Entertainment im Leben geschafft hat. Aber ich weiß es wirklich nicht. Hat der Junge schon irgendwas erreicht? Der hat diese albernen Videos angefangen, auf Facebook zu machen. Und ich weiß nicht, vielleicht hat der Hans ja schon irgendwas anderes gemacht. Aber so wie er spricht, vermute ich nicht, dass er viel Intelligenz hintersteckt. Aber ich kann mich auch irren. Zockerkraft antwortet übrigens zur Folge 1010. Ich muss sagen, ich hätte nichts dagegen, wenn du schneidest, da dieses Hin und Her ist langweilig. Ich hatte Wizard auch mal bei Level 40 oder so, nur es kostet mir zu viel bis zum nächsten Mal. Markus Scharfer fragt oder sagt, sagt nächste Folge wirklich, ob jemand sein Abo gekündigt hat. Das kann ich erst in ein paar Tagen sehen. Dann sehe ich tatsächlich, ob es da eine gewisse Absprungrate bei diesem Video gibt. Da bin ich auch tatsächlich sehr interessiert. Und wenn ich es nicht wieder mal vergesse, dann werde ich euch darüber... Was? Ich habe dieses Schnittwerkzeug überhaupt gar nicht bei denen gefunden. Na super. Ich brauche noch ein rotes Böbelje, um mich aufzufüllen. Da hinten. Boah, wie ungeniert ich hier meine Fresse aufreiße. Ja. Und in die Kamera gerne. So, weiter geht's. Kurze Concentration.
So, der JJ hat einen extrem langen Kommentar geschrieben. JJ, durchatmen. Es ging um das Thema Rassismus. Folge 1011. Wer diese Folge verpasst haben sollte, der kann sie sich gerne angucken. Leute, die solche Sprüche von sich geben, die in keinster Weise was für ihren offensichtlichen Lieblingssport zu tun haben, das sind dann die AfD-Wähler in Deutschland. Nicht nur, weil sie rassistisch sind, sondern weil sie dumm sind und sowohl keinen Plan von Politik haben, als auch vom Sinn des Sports und des Fußballs. Ist ja nicht so, dass 30% der deutschen Nationalspieler keine in Deutschland gebürtigen Eltern haben, was auch nicht schlimm ist, weil man zu dem Land gehört, zu dem man sich am meisten... verbunden fühlt. Habt ihr das gesehen? Ich habe hier gerade ein Erdbeben abgekriegt. Fuck. Gut, dann zieht sich der Kampf. Und man ein Deutscher ist, solange man die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, vollkommen ungeachtet der Hautfarbe. Sorry. Muss immer gehen. Da diese Sprücheklopfer dies nicht begreifen, werden sie weitermachen. Vollkommen ungestraft. Da wir ja die Meinungsfreiheit haben, was ja auch eine gute Sache ist. Wenn es aber zu viele von diesen Rechtsradikalen oder extremen Hooligans oder was weiß ich für Menschen gibt, wird das Image von Fußball immer ein zweigeteiltes sein. Allerdings habe ich nichts gegen durchdachte und lustige Witze gegen Ausländer oder Schwarze. Hatte ich nicht neue Mission gemacht? Oder hatte ich gar nicht genug... Das habe ich gar nicht aufgepasst, ich Doofi. Ne, wisst ihr was? Ist doch scheißegal. Wir machen jetzt einfach irgendwas. So. Gleichberechtigung zählt in jeder Hinsicht meiner Meinung nach. Rassismus hört erst auf, wenn man über jeden einzelnen Menschen dieser Erde Witze machen darf, ohne das Gefühl zu haben, als Rassist abgestempelt zu werden. Denn dieses Wort existiert nicht im Kopf intelligenter Menschen. Naja, Rassismus ist ganz klar, existiert dieses Wort auch im Kopf intelligenter Menschen. Oder meinst du einfach jetzt nur die Begrifflichkeit, dass Leute, die intelligent sind, nicht rassistisch sind? Das kann natürlich sein, da kann ich, das kann ich unterschreiben. Natürlich kann man auch über Schwarze Witze machen, über Behinderte kann man Witze machen, über Ausländer kann man Witze machen, solange es angemessen ist, ja. Das ist eine schwierige Sache. Manche Sachen sind einfach geschmacklos und einfach rassistisch. Andere Sachen sind so, naja, eher schlecht. Schlecht ist zum Beispiel meine Spielweise gerade hier. Naja. David Baukus schreibt, endlich mal einer, der sagt, deabonniert mich, wenn ihm etwas nicht gefällt. Keks oder Keks schreibt, Beleidigungen gehen natürlich zu weit. Aber kleine Witze finde ich voll in Ordnung. Ich glaube, manche Deutsche regen sich über sowas mehr auf als die meisten Asiaten oder Afrikaner. Ja, das ist es schon. Aber trotzdem, es fängt im Kleinen an. Es fängt im Kleinen an. Ich mache auch mal Witze über Ausländer, glaube ich. Ich weiß jetzt keinen. Bestimmt habe ich das mal gemacht. Aber es sind diese Sachen, die werden, die so ganz schnell kippen können. Ja, guck mal, du bist auf einer Party, machst einen Witz über Ausländer. Hahaha, ja, okay. Aber damit bringst du schon einen Stein ins Rollen. Dann kommen noch ein paar Witze über Ausländer, noch ein paar Witze. Der Ton nimmt zu, er wird schärfer, der Ton. Und irgendwann fangen die Leute an, ja, aber wisst ihr was? Das stimmt ja auch eigentlich. Wisst ihr, so und so, die nehmen uns auch die Arbeitsplätze weg. Huhuhu. Und dann geht's nämlich los mit der Diskussion. Und da muss man einfach sehr vorsichtig sein. Und vor allem auch, in welchem Umfeld man das erzählt. Das ist leider so. Viel zu viele Leute sind einfach zu dumm. Das ist das große, große Problem der heutigen Zeit. Dummheit. Ja, ist einfach so. So, Jan-Hendrik Pfeil schreibt, hey Kaius, ich wollte mich einfach mal dafür bedanken, dass du mich und die anderen täglich mit deinen Videos unterhältst. Es ist bei mir inzwischen ein Teil des Tagesablaufs geworden, um 18 Uhr mein Handy anzuschalten und dein Video zu schauen. Ach, guckt mal. Nee, nee, nee. Guck mal, die haben nur noch 372. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt können wir eigentlich alles wegklicken.
und warten jetzt auf den Meteor. Da ist er ja. Und ein Video zu schauen. Ich finde schade, was mit YouTube Deutschland momentan passiert. 90% der Titel und Thumbnails der Videos versprechen mehr, als im Video passiert. Ich habe im Moment gar keine Lust mehr, auf so ein Video zu klicken, weil ich eh weiß, dass dahinter nichts ist. Ich finde echt klasse, dass du dich davon nicht mitziehen lässt. Du schreibst nicht etwas Übertriebenes in den Titel, um mehr Klicks zu ergattern. Manchmal mache ich das schon, ne? Natürlich nicht so extrem, aber hin und wieder lasse ich mich mal dazu hinreißen, weil ich es dann auch sehr lustig finde. Je nachdem, was es für ein Thema ist. Aber es ist nicht meine übliche Art, meine Videos zu bewerben. Das stimmt schon. Du machst keine 50 roten Kreise aufs Thumbnail, um die Augen auf das Video zu lenken. Da bist du echt eine der leider sehr rar gesäten Ausnahmen. Du kannst witzig sein, wenn du willst, zum Beispiel in den kurz erklärt Videos, aber auch sehr gut über ernstere Dinge reden, wie heute zum Beispiel. Bleib bitte einfach, wie du bist und zieh dein Ding durch, egal was kommt, wir stehen an deiner Seite. Roman bei Jan Hendrik XD. Habe ich denn jetzt... Eins habe ich gefunden, na super. Leute, ihr merkt schon, das zieht sich hier ein bisschen. Wir beenden die Folge. In der nächsten Folge lese ich noch ein paar Kommis vor zum aktuellen Thema und werde hier noch ein paar Straßenkämpfe machen. Die Straßenkämpfe eignen sich optimal zum Vorlesen der Kommentare. Geil, oder? Da haben wir doch inzwischen echt eine gute Möglichkeit gefunden, obwohl das habe ich schon vor Ewigkeiten, vor hunderten Folgen die Möglichkeit gefunden, das so zu machen. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen und fürs Zuhören. Empfehlt mich ruhig weiter und ja, macht's gut. Ciao. Bin gespannt, wann wir endlich aus dieser Höhle hier raus sind.